Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gödenstedt. Heute bereits schon am Freitag. Wochenende ist in Sicht. Und ich bin jetzt hier ganz fleißig noch am Silo ein bisschen reinschöpfen und festfahren. Ja, gestern das Video war leider etwas kürzer. Die Festplatte hat nicht mehr mitgemacht und ich habe das sehr, sehr spät erst gemerkt. Deswegen haben wir jetzt auch einen ganz kleinen Sprung drin. Also wirklich nur minimal. Es fehlen wirklich nicht viel. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass wir mit dem Häckseln fertig sind. Der Häcksler müsste noch irgendwo vor Ort stehen. Der Abfahrer müsste hier irgendwo rumstehen. Da hinten steht er, genau. Und ich bin jetzt noch bei, die restliche Silage hier vom Rand reinzuschippen, damit wir da über Nacht das Ding schon abdecken können und dann vielleicht schon die Zeit vorspulen können. Ich muss mal gucken. Ich bin, wie ihr wisst, nicht so der Fan vom Spielen in der Nacht. Das habe ich euch aber schon x-mal gesagt. Und deswegen möchte ich mal gucken, ob das vielleicht möglich ist, dass wir da ein bisschen spulen. Aber spulen natürlich, wenn das Silo abgedeckt ist. Ne? Dann, das nehmen wir gleich mit. Und ja, wie gesagt, gestern, tut mir leid, war nicht geplant, aber ich habe erst dann gesehen, dass die Aufnahme nicht schon vorbei war. Da habe ich 10 Minuten einfach weitergeblubbert. Kann man auch machen, ne? Und ja, aber das sollte normalerweise nicht passieren. Ist halt passiert. Ich habe dann auch gleich einen Kommentar drunter geschrieben, damit ihr gleich Bescheid wisst. Habe das Video auch mitten in der Nacht rausgehauen, weil sonst wäre sich das alles nicht ausgegangen. Und ich habe gedacht, komm, dann haben wir zumindest ein paar, die die Nacht gucken können. Ist halt einfach so, dass um 6 Uhr morgens dann schon 500 Aufrufe drauf waren. Kann man auch machen, auf alle Fälle. Ja, naja. Okay, wir haben einiges zu tun. Wir haben gestern ja noch wir haben gestern noch tatsächlich das Lemken-Set gekauft. Da habe ich mich schon länger drauf gefreut. Und das werden wir heute abholen, auf alle Fälle. Versuchen oder testen, weiß ich noch nicht. Abholen auf alle Fälle. Aber wie gesagt, erstmal das hier fertig machen. Ich habe auch die Silage oder Silofräse, wie nennt sich das Ding? Silofräse mit reingenommen? Ja. Ne, wurde sich auch gewünscht von euch. Habe ich ausnahmsweise mal nicht vergessen. Ich wundere mich selber. So, aber wie gesagt, da müssen wir noch ein bisschen hochschippen hier. 99% verdichtet. Ja, das dürfte eigentlich auch ganz gut passen. Das Ding geht halt überall rein. Ne? Das ist unfassbar. So was Wendiges der Volvo, das habe ich selten gesehen. Der Xeren hat hier schon Probleme mit dem Durchkommen, ne? Aber der Volvo nicht, weil er einfach einen viel kürzeren Radstand hat. Das macht einfach so viel aus. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich glaube, hier oben sind wir schon auf Maximum. Weil hier geht nichts mehr rein. Wie viel haben wir denn eigentlich hier drin jetzt? Oh, 1,6 Millionen, ne? Ja, kann man auf alle Fälle machen. Wir haben 100%, wir könnten schon zumachen, aber ich verliere dann natürlich das, was hier liegt. Und das ist halt auch schade. Ja, oder? Oh ja, komm, eigentlich ist es ja auch egal, oder? Wir werden da noch ein bisschen reinputzen hier. So, das noch ein bisschen verteilen. Schadet ja auch nicht, weil ne, je mehr wir drin haben, desto mehr wird gegärt und desto mehr Kohle kommt dann raus, ne? So einfach kann man das eigentlich sehen. Eine Schaufel werden wir hier noch reinschütten. Ja, also das gestrige Video, obwohl es kürzer war, kam auch sehr gut an bei euch. Das freut mich. Waren auch sehr viele Informationen reingepackt, muss ich auch sagen, aber das Problem ist, es ist egal, wie du es machst, es wird immer Leute geben, die das Video nicht gucken, sondern einfach Fragen stellen in den Kommentaren, was ja prinzipiell komplett legitim ist, ja, aber das sind dann so Fragen, die, wo ich mir denke, Jungs, hättet ihr das Video geguckt, müssten wir die Fragen hier nicht, müsstet ihr die Frage nicht stellen. Kamen so Fragen wie, was war die eine Frage? Kommt Hof Bergmann als Singleplayer? Da habe ich mir auch gedacht, Alter, das war so ziemlich die erste Information, die ich rausgehauen habe, dass Hof Bergmann auf Singleplayer kommt, ne? Die Leute gucken das Video nicht. Also teilweise weiß ich nicht. Ist besser, glaube ich, wenn ich irgendwo, wie heißt das? Irgendwas, so ein Forum oder sowas mache, wo ich alles reinschreibe und keine Videos mehr mache, weil es guckt ja sowieso keiner an. Also, das ist jetzt auch falsch gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich werde auch ein Video machen. Ein klitzekleines Video werde ich machen. Wenn die Karte Hof Bergmann veröffentlicht wurde. Weil so viele jetzt gefragt haben, wann kommt die Map, wann kommt die Map. Ich habe es nicht in der Hand, liebe Leute. Ich habe gesagt, die Map kommt, wenn alles gut geht, diese Woche. Ne? Das habe ich auch so von LS Mod Company. Diese Information habe ich so erhalten, ja. Und die habe ich euch weitergegeben. Aber es bringt es nichts, jeden Tag zu fragen, wann kommt die Map, wann kommt die Map, wann kommt die Map. Ist klar, das hier drauf, ne? Das ist eine richtig gute Map, das ist eine richtig geile Map. Und
ist mir vollkommen klar, dass man die unbedingt jetzt sofort unter besten 3 Wochen durchspielen möchte. Das verstehe ich. Aber ich habe auch in den Forum von der LS Mod Company gesehen, dass da schon einige Sachen abgeht, die nicht so schön waren. Und da würde ich mir als Modder natürlich auch noch überlegen, ob ich zukünftig einigen YouTubern das Privileg gebe, die zu zeigen. Wenn dann ein 22-seitiges, glaube ich, ist es mittlerweile Forum oder Tweet rauskommt, wo dann sehr viele Tweets dann schon gelöscht werden mussten von den Moderatoren, weil das einfach immer die gleiche Frage ist. Wann kommt das? Wann kommt das? Wann kommt das? Und das ist schon, finde ich, schade tatsächlich. Finde ich echt schade. Aber, ja. Kannst du nichts machen. Du kannst den Leuten das nichts. Du kannst das Video machen, das freut die Leute dann, aber im gleichen Atemzug müsste die Map schon verfügbar sein, damit die Leute die spielen können. Das wäre so der Wunsch der Community, glaube ich. Aber machst du kein Video, dann sind die Leute auch wieder enttäuscht, ne? Also irgendwie, die goldene Mitte, glaube ich, gibt es gar nicht. Wir haben abgedeckt. Wir haben keine Fehler. Oh, Megaleck. Warum hat das jetzt geleckt? Das hat geleckt. Aber, vielleicht bin ich mit zugedeckt worden. Das kannst du haben. Das kannst du haben. So, jetzt wäre es interessant, wenn wir erstmal Maschinen waschen. Die ganzen Maschinen müssen gewaschen werden. Da gehört auch dieser Radlader hier zu, da gehört der Xerion zu, der Anhänger dazu, der Häcksler gehört dazu und boah, noch ganz, 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 ganz viele andere Sachen. So, aber Step by Step. Irgendwie schaffen wir das heute schon. Ja. Okay. Ja, und dann können wir eben gucken. Der MB-Tag ist auch fertig. Ja, wunderbar. Das heißt, wird alles jetzt so ziemlich zeitnah fertig. Das freut mich. Das Problem ist halt, ne, wenn ich jetzt sage, wir spulen die Zeit vor. Das könnte ich ja theoretisch machen. Das wäre nicht das Problem. Aber wir werden dann Probleme mit den Wachstumsstufen bekommen, weil die Felder nicht alle gleichzeitig angesät sind. Beziehungsweise werden wir auch mehrere Wachstumsstufen auf dem gleichen Feld haben, weil ich dann vorspulen werde, obwohl das Feld nicht fertig angesät ist. War das verständlich? Ich hoffe schon. So, lass mal gerne mal hier stehen. Wow, langsam. So, dann machen wir erstmal hier, ne? Den hier. Helfer entlassen. Okay. Dann fahren wir ganz fix zum Hof. Wie viel hat denn der nicht schon gemacht? Er würde noch 51 Minuten brauchen, ne? Ja. Kann man machen auf alle Fälle. So, ich muss sowieso durch das Gesäte fahren, weil ich hier Vorgewänder gemacht habe. Ah. Das heißt, das juckt eigentlich keinen Menschen, ob das jetzt hier, ob ich jetzt hier durch die Saat fahre oder nicht, weil muss ich sowieso, sonst könnte ich im Kreis fahren und ich komme nie wieder raus. So. Aber ich kann zumindest nicht Vollgas fahren, sondern gemütliche 30, 40, so in dem Dreh. Das passt auch. Sind hier schwarze Striche drin? Also, nee, du. Ach, sind das? Nee, das sind nur Schatten von den Bäumen. Ich habe gedacht, da hat er vergessen zu sehen. Sieht aber echt so aus, ne? Naja. Machen wir es ganz kurz weg. Ne, können wir ja auch ohne dem Gedöns hier fahren. Holt noch etwas Saatgut und dann geht das weiter hier. Aber das wird eben noch einige Zeit dauern, ne? Mann, das Gute ist halt, wenn wir jetzt ich könnte natürlich auch, ja, ich könnte auch das Wachstum runterstellen oder ausstellen und einfach so die Zeit verlaufen, sodass die Bunker fertig werden. Das könnte ich auch machen, weil dann haben wir eine nette Beschäftigung. Dann könnten wir nämlich den Silo, da könnten wir uns diese Fräse kaufen, diese berühmte, und dann können wir den Silo auffräsen. Beziehungsweise auch Teile davon in die Futtermischenlager werfen, genau, und Teile davon verkaufen. So war der Plan. Und ich habe an der BGA, das können wir jetzt gleich nachgucken, während die Sämaschine auffüllt, weil es dauert nämlich einen kleinen Ticken. Moment, nicht? So, Momentchen, ich muss mich ganz kurz konzentrieren hier. Funktioniert. So, jetzt kommen wir ganz kurz zur BGA hoch. Hier war das schon, ne? Weil ich nicht weiß, ob ich das damals abgedeckt habe. Ich glaube schon. Jo, haben wir abgedeckt hier. 41%, wie viel sind denn das? Da habe ich keine Anzeige, ne? Aber es sind auch bestimmt einiges. Also das geht alles hier in den Fermenter rein, weil, ne? Kohle ist Kohle. So, derweil können wir aber sagen, dass er abfahren soll und dass er nachher dann warten soll. Hat er alles mitgenommen? Er hat alles mitgenommen. Braver Junge. Hast du gut gemacht, muss man echt sagen. Weg. Dann lassen wir das weg und dann machen wir hier Wiese 2. Wie habe ich das genannt? W2 oder Wiese 2? Eins von beiden.
Hier, W2 Abladenhof. Passt. Los. Und sagst du, wenn du da bist. Okay. Ja, den müssen wir auch gleich nochmal waschen. Aber wie gesagt, zuerst nachfüllen des Saatguts. Oh, haben wir kein Saatgut mehr? Alter, wir haben jetzt schon kein Saatgut mehr, ne? Mit dem Saatgut muss ich mir auch noch was überlegen. Die Lösung, die wir hier haben, gefällt mir nicht mehr. Ich weiß, die haben wir noch nicht lange, die Lösung. Aber die gefällt mir nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Da gefällt mir die Lösung vom... Wie heißt denn das nochmal? Wie vom... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da gefällt mir die Lösung von der Fallfarmer mit den Überladewegen besser. Ich habe aber auch gesehen, dass wir natürlich ein Großbetrieb sind. Ne? Das muss man auch. Und da könnte man natürlich auch sowas nehmen für Dünger und Saatgut. Bin ich der Meinung, geht das? Das geht. Weil da können passend 28.000 Liter rein. Da kaufen wir uns zwei Stück von. Kostet 100.000. Ist ja gar kein Problem, wenn wir die Silage verkaufen. Hoffe ich zumindest. Ja. Das Problem ist nur, wir müssen alles reinschöpfen in die BGA, ne? Oder mit dem Förderband aufstellen, das weiß ich noch nicht. Oder eine Rampe platzieren, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Müssen wir mal gucken, wie ich es mache. Ich weiß noch nicht ganz genau. Auf alle Fälle hätte ich ganz gern zwei von diesen Anhängern. Oder? Ja, hätte ich schon gern. Die werden dann regelmäßig aufgefüllt. Und was haben wir dann noch? Und dann wird das Saatgut eben zum Feld gebracht und nicht mehr im Hof gelagert, weil das ist auch, war keine schlechte Idee. Ich habe das irgendwo gesehen in einem anderen YouTube-Video, hat mir auch gefallen, aber wenn du es dann selber hast, dann gefällt dir das gar nicht mehr so. Vielleicht kennt ihr das Phänomen. Siehst du irgendwo eine Sache, die du geil findest, diese Sache machst du dann auf deinem Hof auch und denkst dir, oh, ist eigentlich gar nicht so geil, wie das im Video ausgesehen hat. Verzeihung. Also, das gibt es für mir tatsächlich auch, ja. Das muss ich zustimmen. So, der MHN, der MHN, genau, der MHN vor allem, Werner, alles klar. Der MB-Tag hat das alles gemacht, hat erreicht, sehr schön. Noch 51 Minuten. Der Häcksler muss auch zurück zum Hof. Ja, dem werden wir jetzt gleich einen Kurs geben von der 22. Eigentlich ist es die 22 zum Lager. So, fängst du mal an hier. Er müsste eigentlich so einen Überfahrkurs machen und sagst, wenn du da bist. So, du bist jetzt auch... Ach, du bist wieder zurückgefahren. Du bist auch ein Lulli, ne? Na gut. Na gut. Dann bringen wir den erstmal zurück. Und ja, dann gucken wir mal. Nicht? Das heißt, wir haben jetzt genug Gras im Lager. Wir haben genug Heu im Lager. Wir haben genug Stroh im Lager. Silage haben wir bald. Ach, jetzt wollte ich noch... Siehst du, das wollte ich jetzt nachgucken. Habe ich jetzt vergessen. Was kostet denn die... die Fräse? 5.000 Euro. Hey, es geht ja voll klar. Da können wir sogar einen kleinen Trecker vorhängen. Nice. Da können wir, glaube ich, sogar den MB-Tag dafür verwenden, oder? Lass mich gucken. Let me have a look. Aber wir haben den ausgebaut damals. Also der dürfte... Jo, ganz locker. Das schafft er. Da bin ich eben auch noch im Überlegen, ob wir irgendwas mit CP machen sollen. Also irgendwas mit CP, dass die... What the? Okay. Dass die... was habe ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur die Ansicht ändern, damit ich zurückfahren kann. Er fährt aber auch keinen Millimeter zurück, ne? Hallo, zurück? Hey, warum fährt er nicht? Habe ich es kaputt gemacht? Er fährt nicht mehr, Moment mal. Wir haben doch bestimmt einen, der uns hier... Das funktioniert doch noch alles. Ja, es funktioniert noch. Hä, warum hat er jetzt gestreikt hier? Stehen wir in so einer richtig... Oh mein Gott, ich habe die Tasten vertauscht. Stehen wir in so einer Scheißposition, dass man wirklich sagen muss, okay, es funktioniert nicht mehr, der MB-Tag. Müssen wir mal gucken, sonst müssen wir den mit einem anderen Gerät rausschieben oder sowas, ey. Oh, meine Nase. So, der Krone, der wird auch ausgetauscht. Habe ich euch gar nicht erzählt noch, ne? Gucken Sie hier, Madame Monsieur. Voilà, Classe Jaguar. Richtig schönes Ding. Weil, habe ich alle passenden Aufsätze gefunden für. Ja, Krone haben wir schon. Hier, Pickup, direkt Disc und 6 Meter Orbit, was eigentlich schon sehr, sehr geil ist. Gut, es gibt noch 9 Meter. Guck mal die Relation. 9 Meter, 48.000, ne? Und dann guckst du mal hier,
10,50 Meter, 125.000. Das steht in keiner Relation. Da ist Krone einfach zu teuer und da muss einfach Glas her. Wenn Krone zu teuer ist, dann muss einfach getauscht werden. So sehe ich das. Ne? So, habe ich es auch mal gesagt. Die Frage ist halt jetzt, ob wir ihn noch behalten sollen, den Häcksler, oder ob wir gleich abgeben sollen. Aber wir haben in nächster Zukunft sehr, sehr viel zu kaufen oder haben vor zu kaufen. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel Geld übrig bleiben für den Häcksler. Glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Mein Einkaufszettel ist sehr, sehr lang. So, also, Jung, wie sieht das jetzt aus hier? Die Rückwärtsgang und Gas. Ah, ja, ja, gut. Gut, ich bin Vollidiot. Alles klar. Nee, alles gut. Hat sich erledigt. Ich habe den Pickup so weit unten gehabt, dass er sich kein Millimeter bewegt hat, weil er hinten aufgesessen ist. Och, Mann. Ich habe aber auch eine dumme Stelle gefunden, ne? Ja, ja, gib alles. Aha. Ja, hier sehe ich schon. Ich sehe es, aber ich mache nichts dagegen. So, jetzt ein bisschen weiter rüber. Boah, jetzt hänge ich komplett fest. Eigentlich muss ich den hochhalten. Sag mal. Erstmal schneiden hier, ne? Erstmal ganz gemütlich ein bisschen rumschneiden. Irgendwas werde ich schon erwischen. So, das war's nicht. Das hier. Hier sind die Übeltäter. Hier sind sie, die zwei. Ja, da haben wir schon den ersten gefällt. Du kommst auch noch unter das Messer, ich sag dir das. Oder bist du nicht zum Schneiden da? Doch, du musst ja nicht zum Schneiden da sein. Eigentlich müsste doch alles schneidbar sein hier. Ja, jetzt habe ich irgendwas gefunden. Kommt auch weg, ne? Da kann ich nichts. Da mache ich einfach kurz einen Prozess. So. Ist das jetzt hier geschnitten oder nicht? Wie es halt einfach keinen Unterschied macht, ne? Ah, ich schneide den Reifen rein. Oh nein. Jetzt hat's aber gepasst, oder? Ja, ja. Oh Mann, willst du mich rollen? Oh. Hier haben wir so einen Übeltäter. Der kommt auch noch weg. Was nicht passt, wird passend gemacht. Kennt ihr den Spruch? Kann ich den anheben? Ein bisschen weg, ein bisschen... What? Ich sehe gar nichts, ne? Ach, da hinten wackelt auf alle Fälle was. Das ist ein gutes Zeichen, habe ich gehört. Moment, woran scheitert es denn jetzt hier? Es scheitert tatsächlich daran, dass ich hier hinten festhänge, ne? Das ist das einzige Problem hier. Kann ich den nicht abschneiden? Das kann doch nicht sein. Ich muss doch Bäume bodenbindig abschneiden können. Hier. Ja, jetzt habe ich es. Gut. Hey, bleib hier. Du bist im Weg. Du musst weg. Ach komm schon, bitte. Ja, jetzt habe ich es, glaube ich. Nee, der geht nicht zum Abschneiden. Guck mal an hier. Wobei, wenn ich ihn etwas weiter oben abschneiden würde, wäre es auch schon okay. Ich stehe halt hier komplett scheiße. So. Wow, fahren wir jetzt hin? Wir fahren nur 10 cm weiter rechts. Ja, guck an. Passt. Weiß nicht, was denn so schwierig jetzt war, Werner. Also bitte. Oh, warum lenkt denn der jetzt so langsam? So. Okay, das heißt, der ist auch fertig. Können wir auch waschen. Hier läuft. Ja, läuft. So. Okay. Dann können wir hier. Zack. Und hinten noch zumachen, ne? Und hier auch nochmal. Sehr schön. Ja, der Einzige, der jetzt aktiv arbeitet, ist eigentlich unsere Sämaschine. So. Gut, ich darf nicht so weit weggehen. Aber gut. Ich glaube, wir haben einen guten Ausgangspunkt. Jetzt haben wir es aber. Für morgen. Morgen können wir drei Folgen Gödenchat
8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr, circa. Ne? Also die Wochenenden sind immer bitte mit circa behaftet. Nice. Und dann haben wir hier morgen schön zu tun, möchte ich sagen. Ne? Da haben wir morgen schön zu tun. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde mich auch sehr freuen. Und morgen 3 Folgen. Wir werden sehr, sehr viel Arbeit haben. Wir werden auch sehr viel schaffen morgen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.